Was habe ich denn hier alles noch? Oh Gott, das wird echt lange dauern. Goldmistkäfer. Oh, du spielst auch gerade Animal Crossing. Sehr schön. Freut mich. Oh nein, ein Goldmistkäfer. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Ja. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Goldmistkäfer werden von manchen für ihren metallischen Glanz geschätzt. Ja, wir haben einen Bildungsauftrag. Man geht sogar so weit, sie als gutes Omen oder Glücksbringer zu betrachten. Dagegen muss sie aufs Schärfste protestieren. Diese traurigen Kreaturen legen ihre Eier unter Dung ab. Sie ziehen ihre Nachkommenschaft unter Mist auf. Muss man darüber noch mehr Worte verlieren? Ich denke nicht. Na, in jedem Fall, allerherzlichen Dank für Ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf Sie Acht. Wenn ich so frei sein darf, Sie hätten nicht vielleicht noch eine Spende, die Sie mir mal geben würden. Ah, das geht jetzt im Zirkel, das geht jetzt die ganze Zeit so. Ich hab was. Fabelhaft, was gedacht, Sie uns zur Verfügung zu stellen? Noch dreimal müssen wir uns das ertragen jetzt. Dreimal. Dann haben wir es geschafft. Hirschkäfer. Oh nein, ein Hirschkäfer. Wieso muss man mich derart peinigen? Ich weiß, ich bin schlimm. Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Hast du Langeweile gerade? Ich muss die ganzen Viecher abgeben. Ich muss die ganzen Viecher abgeben, damit Eugen endlich mal sein Museum bekommt. So, lass hören. Wie gesagt, und Bildungsauftrag. Oh, ach so, gut, wenn das so ist. Die Ausstülpungen am Kopf des Hirschkäfers erinnern an Ohren, doch das sind sie keinesfalls. Sein Name allerdings geht auf die wie ein Geweih aussehenden Mandibeln zurück. Doch wie immer man ihn auch nennen will, ich nenne ihn haarsträubend. Haarsträubender Hirschkäfer, das wäre doch einmal ein Name. Ja. Na, in jedem Fall allerherzlichsten Dank für Ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf sie Acht. Ja, genau. Lehnt euch zurück, holt euch einen Snack. Es wird jetzt nur noch geknabbert hier. Wenn ich so frei sein darf, sie hätten nicht vielleicht... Oh Gott, ja, ja. Halt einfach den Mund. So, Stinkwanze. Ja, eine Stinkwanze. Und ja, ich peinige dich. Ja, ich will mehr über dieses Exemplar erfahren. Ach so, oh Gott, wenn das so ist. In diesem Fall sagt der Name alles. Stinkwanzen sind bekannt für ihren Gestank. Igittigit. Wäre ich nicht drauf gekommen. Dabei verwendet dieses Ungeziefer sein wie ein Strohhalm geformtes Maul, um Pflanzen auszusaugen. Ja, die Illuminati, die haben bestimmt was damit zu tun. Fühlt es sich bedroht, macht es von einer stinkenden Flüssigkeit in seinem Bauch Gebrauch. Wie kann es sich nur selbst zertragen? Nein, in jedem Fall, ja, ja, ich hab etwas. Zur Verfügung stellen. Erste Mücke. Eine Mücke. Ja, die Frage muss gestellt werden. Lass hören. Ja, wenn das so ist. Wie jeder weiß, ist die Mücke ein blutrünstiger Vampir, der über nichtsahnende Säugetiere herfällt. Doch wussten Sie, dass nur die Weibchen Blut saugen? Oh ja, sie brauchen es für ihre Eier. Wenn sie sich an anderen gütlich tun, injizieren sie dabei Speichel, der ihnen bei ihrem Raubzug hilft. Genau dieser Speichel ist es auch, der den unerträglichen Juckreiz verursacht. Oh. Oh. Ist mir auch schon mal passiert. Nicht gut. Nee, gar nicht. Oh, das tut mir so leid.
Ach Gott. Ja, und jetzt? Frau Eugen, also so würde ich jetzt nicht antworten, ja? Also ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Zuschauern. Absolut widerwärtig. Nein, jedenfalls. Allerherzlichsten Dank für Ihre wundervolle Spende. So, okay. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch 4 Pfunde, um das Museum eröffnen zu können. Yes. Unnötig zu erwähnen, dass ich weiteren Ihrer Fundstücke mit Vorfreude entgegensehe. Huh. Nee, nee. So. Okay. Endlich. Wir können die ganzen Sachen verkaufen. Boah, ich dachte, ich komm schon gar nicht mehr raus. So. Bildungsauftrag für diesen Part erfüllt. Mir ist abgehakt. Jetzt kommen wir endlich ins Wesentliche. Oh. Uta ist so cute. So. Ich hab was für dich. So, was kann ich heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Was hast du anzubieten? Einmal einen Japan-Rosenkäfer. Ich hätte dann noch einen Nashornkäfer. Und, ja, und noch einen Japan-Rosenkäfer. Ja, ich rechne das mal kurz durch. 1750 Sternis. Okay. Als kleine Entschädigung. So. Okay. So, würde ich erstmal sagen. Ich muss es dann die Autowäsche geben, die Billigseite von Netto hat. Oh. Oh, okay. Scheiße. Ja, manchmal ist einfach der Wurm drin. Gut. Wie gesagt, bevor ich hier weitermache, mache ich mal kurz, beziehungsweise gehen wir kurz in die Pause. Und dann geht's bis 22 Uhr weiter. Mit Animal Crossing New Horizons. So, kleine Werbeunterbrechung. Wir sehen uns dann demnächst. Also, sehen wir gleich. Willst du mich besuchen? Ich weiß nicht, ob du auf Discord bist. Auf unserem Discord-Kanal kannst du uns besuchen. Müsste auch, glaube ich, auf der Infobox stehen. Und auf eGamers Network TV. Und dann schreibst du uns privat oder so dann eine ID. Also beziehungsweise deine ID. Und dann können wir dich dann besuchen. Oder ich. Weil ich spiele das, glaube ich, eher. Ich glaube, mein Freund hat das, glaube ich, erstmal gelassen. Das wäre cool, cool, cool. Okay. Ich glaube, ich habe auch eine Idee. Ich werde das wahrscheinlich heute nicht machen. Oder einfach Freundescode, ja. Ich werde das wahrscheinlich heute nicht machen. Das kann ich jetzt schon mal im Voraus sagen. Ich will es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber nächste Woche, wenn jetzt schon so viele Anfragen anstehen, kann ich einfach mal einen Inselstream machen. Beziehungsweise auch, dass ich euch dann besuchen kann. Dass ich dann eure Inseln sozusagen hier auch präsentieren kann. Und das wäre ja auch was Schönes. Wie findet ihr die Idee? Yay! Okay. Wie gesagt, am besten privat anschreiben auf Discord und dann werden wir das machen. Okay, so. Wie gesagt, kurze Pipi-Pause und gleich geht's los. Geht's dann weiter. Okay, mein Meister, ich stimme zu. Okay, alles klar. Bis gleich!